Hallo, nochmal, danke, dass du wieder einmal hier bei mir bist. Ich hoffe, ihr seid glücklich und es geht euch gut. Ich bin Mari. Diese Informationen können als Science Fiction angesehen werden oder als das, was der Betrachter am besten findet. Und ich poste sie nur zu Unterhaltungszwecken. Dennoch nehme ich meine Informationen sehr ernst und für jeden, der Augen hat, sie zu sehen. Wie ich schon in anderen Videos über paranormale und astrale Themen erklärt habe, gibt es da draußen viel mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Viel mehr als das, was die Wissenschaft auf der Erde gewaltsam als materialistische und deterministische Realität durchsetzt. Dies ist der zweite Teil der Geisterbeobachtung. Ich schlage vor, dass du dir auch den ersten Teil ansiehst, denn dort habe ich einige wichtige Konzepte erklärt, die für das Verständnis der folgenden Teile hilfreich sein können. Woher ich das alles weiß, fragst du dich vielleicht. Ich gehöre einer Kultur an, die über ein viel detaillierteres und fortgeschritteneres Wissen verfügt. Nicht nur über die astralen Ebenen der Existenz, sondern über die Realität im Allgemeinen. Und ich bin ein Mensch, der sehr sensibel für die Dinge auf der anderen Seite, im Astralraum, ist. Vieles von dem, was ich sage, ist also das Ergebnis meiner eigenen Erfahrung und der beiden anderen Svarus, mit denen ich zusammenlebe, Athena und Sophia. Wie ich bereits erklärt habe, lebst du nicht in einer Dichte, sondern du bist eine Dichte, und du erlebst und lebst sie als Spiegelbild deiner selbst in der Illusion, dass es sich um eine Außenwelt handelt. Es gibt nicht nur eine Astralebene der Existenz. Es gibt so viele, wie es Aufmerksamkeitspunkte der Quelle gibt. So viele, wie es Seelen gibt, die die Illusion leben, etwas anderes als selbst die Quelle zu sein. Meine Beschreibung der Astralebene und der Wesenheiten und Ereignisse, die sich dort abspielen, ist also meine Interpretation meiner Erfahrung und mag sich mit der anderer Menschen decken oder auch nicht. Aber wie bei so vielen Dingen geht es nicht darum, wer Recht hat und wer nicht. Denn wir alle haben Teile des Ganzen, die sich gegenseitig ergänzen, so dass jeder von uns seine eigene Interpretation des größeren Ganzen entwickeln kann. Meine Freunde im CIC haben mir gesagt, dass viele von euch, die das erste Video über die Beobachtung von Geistern in den sozialen Medien gesehen haben, etwas beunruhigt waren über das, was ich gesagt habe. Es gibt keinen Grund, ängstlich zu sein, denn das ist auch das, was sie wollen. Und es ist nicht leicht, das zu sagen, aber es ist eine harte Realität, der wir uns alle stellen müssen, um die Welt, in der wir leben, und unser Leben kontrollieren zu können und nicht ewig als Opfer all dieser ätherischen Blutsauger und Parasiten aller Art zu leben. Wenn wir in der sogenannten materiellen Welt leben, erleben wir eine begrenzte Realität, die wir durch unsere 5 oder 6 Sinne durchsickern lassen. So sind wir praktisch blind für das, was sich unter diesem Filter und außerhalb unserer Wahrnehmungen abspielt. Das veranlasst die Menschen, nach Erklärungen und Gründen zu suchen, um alle möglichen Ereignisse, wie sie sagen, logischer und wissenschaftlicher zu erklären, ohne auf sogenannte zweifelhafte esoterische Erklärungen zurückzugreifen. Und das wäre eine gültige Denkweise, aber nur aus der Sicht einer materialistischen und deterministischen Weltanschauung, denn es gibt viel mehr da draußen, das so nicht verstanden werden kann. So wie es Organisationen und Gruppen von Menschen auf der Seite der Lebenden gibt, so gibt es sie auch im Astralraum, und in diesem Fall vor allem im unteren Astralraum, denn dort hausen alle möglichen unmoralischen Wesenheiten und Disinkarnierten, während sie alle ihren Geschäften nachgehen, die meistens darin bestehen, die Seelen in der Welt der Lebenden auszubeuten und zu parasitieren. Erinnere dich daran, dass sie sich von Leiden ernähren und dass Angst ein großer Konzentrator schöpferischer Energie ist, der das Subjekt dazu bringt, mehr von dem zu manifestieren, was es fürchtet, und mehr von dem, was sein Leiden verursacht, und damit diese Wesenheiten als die von Menschen geschaffenen Egregoren ehrt, die sie sind. Deshalb musst du erkennen, dass es sie gibt und dass sie gegen dich arbeiten. Doch du darfst sie niemals fürchten, sondern musst ihnen direkt entgegentreten und das Spiel gut gegen böse gewinnen, indem du weißt, wie sie arbeiten und sie daran hinderst, das zu bekommen, was sie brauchen, um gegen dich vorzugehen. Du musst sie austricksen.
Wenn ein Sternsame oder eine andere Person mit einer hohen Schwingung und einer positiven Lebensaufgabe auf der Erde inkarniert, wird das System der Matrix seine Agenten aussenden, um zu verhindern, dass eine solche hochpositive Person ein Ungleichgewicht im Feld verursacht. Erinnere dich daran, dass die Matrix und alle ihre Bestandteile sich gegen alles wehren werden, was versucht, sie aufzulösen. Das liegt daran, dass sie als schwingungsarme Realität nur auf künstliche Weise und mit viel Aufwand existieren kann. Deshalb scheinen so viele positive Menschen, vor allem Sternsamen, immer eine Person in ihrer Nähe zu haben, die ihnen ständig im Nacken sitzt und ihnen das Leben so schwer wie möglich macht, scheinbar ohne jeden Grund. Ohne diese Überwachungsgeister würden die positiven Sternsamen aufblühen und sich zu einem sehr hohen Grad entwickeln und damit zu einer schwingungsmäßigen Bedrohung für die Matrix werden. Positive Menschen und Sternsamen werden also immer im Visier von Kräften innerhalb der Matrix stehen, die sie normalisieren und zu gewöhnlichen Menschen machen wollen, damit sie ausgenutzt werden können. Aber oft ist es gerade die Haltung des Widerstands der Sternsamen gegen die Matrix, die die Dinge für sie so viel schwieriger macht, Dinge, die von Menschen in der Matrix, die sich dem System fügen, als normal angesehen und betrachtet werden. Eines der häufigsten Beispiele für Überwachungsgeister sind die narzisstischen Mütter und Väter der Sternsamen, die sie von klein auf darauf programmiert haben, sich unzulänglich, wertlos und einfach kaputt zu fühlen. Sternsamen geraten in solche Familien, weil die Matrix und das System etwas brauchen, um ihre Leistungsfähigkeit zu senken. Doch es gibt auch eine Kehrseite der Medaille. Obwohl narzisstische Väter und Mütter oft narzisstische Kinder zeugen, wirkt diese abscheuliche familiäre Misshandlung als Katalysator für die Entwicklung noch höherer empathischer Fähigkeiten, wenn ein Sternsame in diese Familie kommt, für sein Wachstum als eine positive Seele. All dies geschieht im Rahmen der Regel, die besagt, dass Widerstand Entwicklung verursacht und erzwingt. Wenn enge Familienmitglieder als Überwachungsgeister für Sternsamen fungieren, vor allem Mütter und Väter, ist es besonders schwierig, aus dieser Falle herauszukommen, da die narzisstischen Eltern oft Manipulationsschemata anwenden, um damit durchzukommen, dass sie den Sternsamen zwingen, ihren Wünschen nachzukommen, was sich als totale Macht und Kontrolle über ihre Sternsamenkinder zusammenfassen lässt, da sie sich über sie berechtigt fühlen, als ob sie ihr Eigentum wären, und das erstreckt sich auf alles, was der Sternsame besitzt und tut. Dazu gehört auch die Vorstellung, dass sie die Interessen der Sternsamen so lenken müssen, dass sie mit ihren eigenen übereinstimmen, indem sie die Wünsche der Sternsamen herabsetzen und herabwürdigen, um die Sternsamen von ihrer Lebensaufgabe abzulenken. Eine Aufgabe, die letztendlich zum Nachteil der Matrix ist. Aber was hinter narzisstischen Eltern steckt, ist viel komplizierter und viel dunkler als die einfache psychologische Erklärung, denn oft sind sie buchstäblich dunkle Geister, die geschickt wurden, um die Schwingung des Sternsamen zu senken und sein Wachstum zu behindern und zu stoppen. Die narzisstischen Eltern oder nahen Verwandten nutzen narzisstische Manipulationen, um die Sternsamen von klein auf bis ins Erwachsenenalter auszubeuten und hinterlassen bei den Sternsamen alle möglichen Traumata. Das macht es für sie sehr viel schwieriger, in der Gesellschaft zu funktionieren und zu gedeihen, da die Sternsamen in der gleichen Machtdynamik wie bei ihren Eltern anfällig für andere missbrauchende Menschen werden, da die menschenfreundliche Mentalität, die sie haben, die ganze Zeit zu ihrem Nachteil durchdringt, ebenso wie ihre Empathie, die von der Matrix gegen sie eingesetzt wird. Neben den Überwachungsgeistern, die in der Familie, im Freundeskreis und in der Verwandtschaft wirken, gibt es noch andere, die in allen möglichen Formen auftreten. Sie können Nachbarn, Bekannte und Menschen sein, die du gar nicht kennst. Deshalb musst du dir auch darüber im Klaren sein, wer deine Pläne belauscht, denn sie können die Augen und Ohren von Wesenheiten sein, die geschickt wurden, um dich an der Umsetzung deiner Pläne zu hindern. Es ist nicht ungewöhnlich, dass ein Sternsame mit jemandem über einen seiner Pläne spricht, der sehr gut funktionierte, bis der Sternsame anfing, zu viel zu reden, denn gleich danach fangen seine oder ihre Pläne an, aus dem Ruder zu laufen und funktionieren nicht mehr. Ich sage dir diese Dinge nicht, damit du paranoid bist oder Angst hast,
sondern damit du dir bewusst bist, dass die Matrix auf das hört, was du sagst, und dass sie auch beobachtet, was du tust. Und das ist eine einfache Tatsache des Lebens auf der Erde, sie hört von der Seite der Lebenden aus zu, um dann die Seite der niederen Astralen zu informieren. Erinnere dich daran, dass auch Entitäten nach Regeln und Gesetzen funktionieren müssen, und eines davon ist, dass sie dir nicht in dein Haus folgen können, in die Orte, an denen du dich aufhältst, auch nicht in das Innere von Fahrzeugen, aber vor allem nicht in dein Zuhause, ohne deine direkte Zustimmung. Das zeigt sich deutlich im Fall der schwarzäugigen Kinder, die organische Portale, dunkle Wesenheiten und Dämonen sind, die die äußere Hülle eines Kindes benutzen, um deine Empathie und dein natürliches Bedürfnis, die Jungen zu schützen, ausnutzen. Sie bitten dich immer um Erlaubnis, dein Haus oder dein Auto zu betreten, und es ist nicht viel über die wenigen Menschen bekannt, die ihnen Einlass gewährt haben, vielleicht weil nur wenige von ihnen die Begegnungen überlebt haben, wie bei narzisstischen, manipulativen Eltern, engen Verwandten und Freunden werden diese schwarzäugigen Kinder nicht nur deine Empathie für sie ausnutzen, sondern auch manipulative Strategien anwenden, um dich zu zwingen, sie hereinzulassen. Um zum Beispiel dein Telefon zu benutzen, sei also vorsichtig, wen du in dein Haus einlädst, ob er dort lebt oder nicht. Dazu gehört auch, dass du die Anwesenheit von scheinbar harmlosen Spukgestalten, Geistern und Wesenheiten akzeptierst, die anfangs vielleicht harmlos sind, sich aber, nachdem du ihnen Durchgangsrechte oder Koexistenzvereinbarungen eingeräumt hast, schnell in schreckliche Dämonen verwandeln. Diese verlorenen Seelen und Geister haben in denselben Räumlichkeiten nichts zu suchen wie die Lebenden, da sie in der Regel nicht verstehen, was auf der Astralseite geschieht und wie sie funktioniert, und daher leicht manipuliert und ausgenutzt werden können. Generell ist es nicht klug, Fremde aller Art sehen zu lassen, was du tust, und zwar aus all den Gründen, die ich genannt habe. Aber vor allem solltest du daran denken, dass du ein sehr mächtiges Wesen bist. So mächtig, dass all diese Wesen und die Matrix selbst alles tun, um dich zu stoppen. Du hast die Kontrolle, nicht sie. Aber sei weiser und furchtlos, denn du weißt, dass Geheimhaltung und Privatsphäre sehr wichtige Faktoren für deine persönliche Entwicklung und das Erreichen deiner Ziele sind. Seid weiser und stark da draußen, schöne Sternsamen. Erinnert euch daran, dass das Leben auf der Erde ein ständiger Kampf ist, ein ständiger Kampf des Guten gegen das Böse. Du schaffst das. Danke, dass ihr euch mein Video angesehen habt und dass ihr es geliked, geteilt und abonniert habt, um mehr zu erfahren. Mit viel Liebe, deine Freundin Maris Faru. Wichtig, der Link zu den zensierten Videos auf Odyssee befindet sich in der Beschreibung, die ihr euch unbedingt anschauen solltet, wie zum Beispiel dieses hier.